Herzlich willkommen zum 17. Podcast von Project P. Heute wieder mal über GOT und zwar Folge 5. Also bin ich hier, der Oliver, und zu meiner Linken der liebe Florian. Hallöchen. Und zu meiner Rechten die liebe Nadja. Guten Seid gegrüßt. So, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wie es weitergeht und wer wird sterben. Und jetzt wissen wir es. Und zwar in der ersten Szene, mal gleich mal durchstarten, sehen wir auch gleich ein grauer Wurm, wie er da liegt in seinem Bettchen. Und wie heißt die liebe Dame? Melis, nee, nicht Melisandre, Misandi, ja, Misandi, Unwichtig. ja. Ach so. Oder, ach nee, Quatsch, die erste Szene ist ja Misandi. mit Danaris, Nee, wo ist sie auch cool, ist in dem ihn. Saal ist und Sir Barristan tot da liegt, aufgebahrt. Erstmal gute Einstand in die Folge. Eigentlich schon, war gleich geklärt. Wer jetzt, Man ob er weiß nun. wenigstens Na gleich, was gut, passiert ja. ist, also wie es aussieht, wer nun tot ist und wer Ja. nicht. Und sehr traurig, dass so rum war. Oder lieber andersrum gewesen. Ich war Das. traurig. Ich wollte es ja, war es dann nicht tot haben. Ich glaube, wie die wenigsten. Grauer Wurm ist noch so ein Nebencharakter, wo man sich denkt so, ja, okay. Ist nicht schlimm, dass er überlebt hat. Ja. Ist jetzt aber auch nicht, mich jetzt nicht so bewegt, wenn er gestorben wäre, sage ich jetzt mal. Okay. Wenigstens ist ja Mr. Barristan wenigstens im Kampf gestorben, wie er es ja immer wollte. Das stimmt, ja. Aber, ja, tja, eigentlich ein cooler Charakter, er wollte natürlich immer, dass er weiterlebt. Ja. Grauer Wurm, der Name sagt ja schon Wurm. Mit dem kann man noch nichts anfangen, der wirkt nur so milchbubihaft. Ich finde, der wirkt für mich immer noch nicht wie ein Krieger. Aber mal sehen, wie sich entwickelt. Entwickelt sich auch nicht weiterhin schön für ihn, aber ich Ja, lasse mich stimmt. überraschen. Ja. Ja, vor allem gleich danach kommt ja auch Daenerys, die ja dann gleich auch reagiert und alle Obersten aus Meereen, die ganzen Herrschaftshäuser, erstmal alle zusammen einsperren lässt. Hat sie erstmal gezeigt, dass er eine wahre Targaryen ist Ja, und etwas durchgedreht ist. deswegen, also richtige Entscheidung oder hättet ihr das anders gemacht? Oder lieber Also, alle ich durchsehen? fand schon ein bisschen sehr übertrieben dafür, dass man ja an sich ja nie hundertprozentig sicher sein kann, wie, warum es überhaupt alles so entsteht. Ne? Also, der hat ja keine Beweise. Von daher ist es ja, fand ich schon sehr krass. Für mich war es eine sehr gute Szene, muss ich sagen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, sie will sich jetzt auch nicht weit auf der Nase rumtanzen lassen und zeigt jetzt dann doch mal wieder die Stärke, die man so ein bisschen vermisst hat in den letzten Folgen bei ihr, weil sie ja relativ weich war, dass sie jetzt doch da wieder so, sag ich jetzt mal, relativ herzlos auch selber so diesen schönen Monolog hatte, fand ich, wo sie halt ja auch sich selber erklärt, beziehungsweise wie sie halt vorgehen möchte. Und wenn die Leute ihr nicht gehorchen, dann hat sie halt im Endeffekt immer noch ihre Drachen, die das für sie klären können. Und ja, fand ich eine sehr gute Szene. Ja, in dem Fall nimmt sie ja auch ihre Drachen, um das erstmal ein bisschen zu klären. Ist ja auch gleich die nächste Szene, wo sie halt zu ihren Drachen in den Drachenhort quasi die Gefangenen schickt und die dann quasi ein bisschen zu den Drachen hintreibt und wo ja auch gleich einer der Obersten ein bisschen gegrillt wird für die Drachen. Fand ich erstmal eine sehr geile Szene, also vom Technischen her war das Sehr übelst schöne Szene, cool. ja, stimmt. Und auch gerade, wo sie den armen kleinen Mann da in Stücke reißen. Ach, schön den Grill haben vorher, Ja, ne? vorher gegrillt, naja, Schön muss ja schmecken, ne? schmackhaft Muss ja gemacht, schmecken, ja. ja. Ja, vor allen Dingen sieht man jetzt, wie sie die Drachen auch verwenden kann. Wir haben ja immer darüber gesprochen, irgendwie so, ja, die Drachen geben ihr Macht, aber jetzt sieht man halt auch wirklich, wie sie die verwenden kann, nämlich richtig schön, um Angst einzujagen. Finde ich Ja. gut. Naja, ob sie trotzdem jetzt beherrschen kann, war ich mal zu bezweifeln, aber so kann In man sie dem ja Rahmen auf wirklich, ja, jeden in dem Fall. Rahmen geht es Muss auf jeden man Fall die noch. Ketten lösen, dann werden wir es sehen, wie es Ja. passiert. Aber ich meine, würdet ihr denn sagen, dass es denn jetzt gerechter für die? Weil man weiß ja an sich ja nicht, ob die jetzt schuld sind da. Ne? Also das kann man ja. Das ist schwierig, Das ja. ist ja Man die hat Sache. ihn Da aber, fand wie gesagt, ich. man hat erstmal wieder Respekt und man hat ihm Ja, erstmal wieder klar. Angst eingejagt. Und wenn es aus der Riege kam, Aber dann spricht sich wenn. jetzt rum, wie sie damit umgeht, wie sie mit Verrätern umgeht und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so, das tratscht sich ja auch rum in den Straßen. Und das ist halt auch einfach so, auch wenn es quasi irgendwo so ein bisschen geheim war, aber wenn man so überlegt, was dahinter steckt. Naja, im Endeffekt hat sie ja wirklich den Vorteil, dadurch, dass sie die Obersten einsperrt, hat sie natürlich schon mal die normale Bevölkerung, die Sklavenbevölkerung auf ihrer Seite, weil die ja sowieso die nicht leiden können. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich einen guten Respekt dann bei den anderen, die jetzt vielleicht nicht mit dabei waren, dass sie sagen, okay, na, ich möchte nicht der Nächste sein, der gegrillt wird. Wenn die Sklavenbevölkerung überhaupt was mitbekommt davon, ne? Ich denke Also mal sie schon. sehen ja Also nicht so oft diese großen Herren, denke ich ja, mal, aber davon. es wird sich schon rumsprechen, dass sie halt Glaube ich nicht, auch. dass sie in Na die klar, Gefangenschaft wird schon sind. Sie sind eine ja auch danach überwachen. weiterhin in die Gefangenschaft. Man muss sich auch überlegen, was jetzt quasi nicht gezeigt wurde, nämlich dass sie halt auch alle erstmal aus ihren Häusern rausgeholt worden sind und da wahrscheinlich nicht ganz gewaltfrei hingeschleppt worden sind. Also, und das wird wahrscheinlich, also theoretisch ja auch schon zu Aufmerksamkeit geführt haben. Ich meine nur, weil sie halt immer so auf den Rechtsstaat immer pochte, ne? Dass er wollte ja eigentlich immer einen
Mit Erstmal eine Gericht und allem. Anklage und weiß ich Ja. nicht was, und da war ja nun wenig davon zu sehen. Ja, weil sie nicht weiterkommen mit Aber ihrem ich Gericht. an sich finde ich natürlich super, was da passiert ist, mein Jungs. Da habe ich Ja, gesagt, na, wo sind den ersten schon, hätte ruhig den zweiten noch nehmen können, verstehst du? naja, Gut. ich glaube auch, es war wirklich das Zahlen seit der Bestand, ne? Ich sag mal, bei Ja. jemand anders hätte es vielleicht nicht so gemacht, da hätte sie immer noch versucht, den alten Kurs einzuschlagen. Aber da jetzt ausgerechnet er war, den sie auch sehr mochte Naja, und weil er er auch war den halt. Bezug an ihren Vater damals hatte, ne? Ja, er war auch einfach, er gehört zu ihren engsten Vertrauten quasi. Und einer ihrer Ja. engsten Vertrauten wurde angegriffen und damit ja auch irgendwo wieder sie. Und das geht dann wahrscheinlich einfach zu, also nicht wahrscheinlich, es geht einfach zu weit. Fertig. Ja. Können wir euch direkt zur zweiten Szene, sind wir mal Eine wieder Sache habe ich noch in eine, der ersten ja, Szene. Genau, okay. und zwar sagt ja der Darius oder wie er heißt, den sie auch gefangen nimmt, also auch eigentlich einer ihrer Verbündeten, sagt ja Valar Morghulis. Und das war so eine, wo ich dachte so, okay. Wieder eine neue Verbindung irgendwie. Was Was hat. bedeutet das genau, Was. ne? A ist, glaube ich, nie so richtig geklärt worden, was das nun eigentlich bedeutet. B, denke ich mir, okay, ist ja auch einer von diesen God with the main faces, many faces Menschen quasi, wo Daria jetzt gerade ist. Weil die sagen das ja immer. Die sagen ja immer, Naja. Valar Aber gut, Morghulis, das Valar sagen ja auch die, Morghulis. die da nur hinkommen. Ja, Ja, sicher. da, das. Ja, die hat Insgesamt ja. in Bravos ist es doch Ja, eigentlich genau, nur eine alle. Begrüßung, oder? Weil er hat ja gesagt, wenn du nach Bravos kommst, sag einfach nur, weil er Mogul ist, und dann wissen alle Bescheid. Vielleicht Okay. kommt er einfach nur aus Bravos oder Okay, sowas. okay. Das kann Dann natürlich habe sein. ich das Vielleicht hat es falsche. auch irgendeinen magischen Effekt, man weiß es nicht. Dann habe ich das falsch interpretiert. Naja, kann der im Endeffekt auch einfach den Göttern da zugewandt Ja, sein. das kann sein. Obwohl, na, so kann man es vielleicht, dass er, weil sie will, sieht sich auch sehr gerne selbst als Göttin, was man in der vorigen Folge auch gesehen hatte, wo Tyrion entführt wurde. Wo die gerade die eine Frau auf dem Marktplatz da neu gesprochen hatte und sie auch als göttliches Wesen ja mehr oder weniger dargestellt hat. Und das könnte ich mir jetzt noch erklären, dass das dann natürlich in die Richtung noch ein bisschen unterstrichen wird, Gut. dass die sie jetzt nicht unbedingt als die Göttin sehen. Viel Oder zumindest nicht alle. Spekulation können wir Ja. jetzt auch nicht weiter beurteilen. Ja. Ja, nächste Szene ist an der Wall oder mehrere Szenen an der Wall. Erstmal mit dem lieben Amon, der mit Sam zusammen da sitzt und er liest ihn ja was vor. Ich sage, war das Das waren wie so ein Nachrichten, glaube Ja, ich. genau. Ja, ich Also glaube, einfach nur eine Nachricht Nachrichten vorgelesen aus haben. Meereen quasi, wie das Ja. da gerade läuft. Wie er auch sagt, so, ja, eine einsame Targaryen, Genau, die Kind von der Familie da hat und so. Naja. gehört sich eigentlich nicht so. Und Ja. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er hängt, also er hofft da auch ziemlich auf diese Seite der Meister Aemon, dass er da war. Ich meine, gut, er ist selber ein Targaryen, Letzter natürlich, aus der letzter in seiner Familie, Familie, wa? natürlich. Na klar, also. Ja, und dann kommt ja auch der liebe John mit dazu, schickt den lieben Sam raus und holt sich quasi Rat beim Targaryen, indem er halt sagt, ja, okay, er will halt jetzt eine Entscheidung treffen, aber er weiß, dass die Hälfte gegen ihn aufbringt. Und das fand ich eigentlich einen starken Dialog, gerade von Aemon halt auch, wie er darauf reagiert und zu ihm halt auch sagt, ja, du musst jetzt so langsam mal zum Mann werden und die Entscheidung treffen wie ein Mann. Fand ich sehr, sehr stark die Szene, hat mir sehr gut gefallen. Sehe ich. Ja, ich fand jetzt nicht so weltbewegend, aber warum Doch, ich fand nicht? schon, weil er ihm ohne zu wissen, was er eigentlich vorhat und wie das mit der Nachtwache eigentlich weitergehen soll, blindlings vertraut. Also, Blindlings. ja, naja, Ja. nee, aber einfach dieses. John, egal was du machst, ich weiß, dass es das Richtige sein wird. Na, er ist Und jetzt das, Commander und jetzt soll er halt auch ja, der soll er Commander sein, dementsprechend, ne? ja, er soll es ja doch alleine entscheiden. Ja. Definitiv. Ja, und nachdem handelt John ja auch in die Richtung und trifft er jetzt nichts mit dem Wildling, der noch übrig ist und so, naja, mehr, also ich würde sagen, Hauptmann oder so, was ja in der Armee noch war und so, so die Hauptansprechperson ja noch Ja. ist, was gewisse Gewalt auszuhalten, also gegen die, die jetzt noch übrig sind, ne, einen Der gewissen letzte Führer. Ansprechpartner, ne? Mehr Ja. hat er doch gar nicht mehr. Ja. Handlungspartner, ja. Und offenbart ihm halt, was er eigentlich will, ne? Dass er ihm sagt, ja, dass sie geleitet werden durch die Wall und quasi eine eigene Heimat aufbauen sollen. Und er sagt ja auch, die Nightwatch ist eigentlich dafür da, um alle Menschen der Völker zu schützen, aber das wurde in den letzten Jahren nicht richtig gemacht, weil eben die Wildlinge eben nicht geschützt Ausgeschlossen wurden, worden genau. sind. Und er kann es natürlich erstmal nicht so glauben und sagt natürlich, er kann es viel erzählen, ne? Und dass er auch in Ketten ist. Und war auch ein sehr, sehr starker Dialog, hat mir auch sehr Ich gut auch, gefallen. ja. Also gerade wie der Wildling halt auch reagiert darauf und ihm den natürlich erstmal nicht abkauft, ne, klar. Ich finde, man sieht dann da halt auch die Entwicklung, die auch die Nachtwache durchmacht, was man ja so an sich, da hat man jetzt keine Entwicklung gesehen, aber seit John da halt Lord Kommandante ist, sieht Einfach man auch, so, dass das einfach eine andere Richtung ja, einschlägt. einen Eben neuen nicht Weg, mehr, ja. ja genau, wir fokussieren uns halt wirklich auf unsere richtigen Feinde und nicht auf die, die uns vielleicht mal irgendwie so ein bisschen angreifen wollen. Wir müssen uns klar werden, dass der Winter kommt. Er denkt halt ans Ganze, ne? Er denkt nicht mehr Ja. nur noch, der Norden ist der Feind, sondern für die ganze Welt
entsteht jetzt eine große Bedrohung und darauf will er jetzt reagieren. Jetzt braucht er alle Kräfte, die er mobilisieren kann Ja. dafür. Naja, das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum er ihn halt wirklich so mit einbezieht, weil er sagt sie mir auch direkt, er braucht halt die Leute, wenn es dann soweit ist, damit sie auch an seiner Seite kämpfen. Ja, und der Wilding sagt ja auch, ja, okay, dann willst du das machen, dann musst du mitkommen erstmal, um den Leuten selber das zu sagen. Und vor allem mit den Schiffen, dass er ja die Schiffe braucht. Ja, Und er sagt so, Stannis. ja, er fragt Stannis, ob er die Schiffe ausbauen kann quasi. Alles ein bisschen fragwürdig und einfach gestellt, sag ich mal. Auch so den Hauptkommandanten. Also ich überlege mal so, den alten Hauptkommandanten, den hätte er nicht einfach so fragen können, hey, na gut, aber dann möchte ich, dass du jetzt mitkommst. Dann hätte er bestimmt nicht einfach mal so, ja, okay, mache Obwohl ich. ich in dem Moment dachte, so cleverer Wildling, hat er vollkommen recht. Ja. Hätte ich in dem Moment Ja, nicht dran gedacht, ich klar. hätte auch gesagt, ja, cool, okay, dann ziehe ich da los. Ja, aber. Beziehungsweise ich glaube, das war auch was, womit John in dem Moment nicht gerechnet hatte, dass er da jetzt quasi mit muss und irgendwo, ich glaube, das wird auch Auswirkungen haben, dass er vielleicht eine Zeit lang nicht auf der Mauer Ja, ist. deswegen. Ich weiß nicht, was da so, wenn die Leute jetzt alle mit ihm unzufrieden sind, so an Meuterei, lostritt quasi. Ja. Der Na, weiß ich welcher finde es halt jetzt. auch so spannend, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt. Er sagt ja auch, er verhandelt dann, um damit die Land bekommen halt. Ja, aber mit wem verhandelt er denn denn? Mit den Nordmännern, die ja auch ihre eigenen Ländereien Nein, haben und so, ich da wette mal, es wird wieder so wird's. sein, dass sie wieder alle so gesplittet sind, wieder alle ihre kleinen eigenen Wege gehen, die komischen im Norden, und er wird sie dann wieder alle zusammenführen. Naja, ich finde, das ist So wird es ungefähr kommen. also so ein Zeichen dafür, wie verbündet er mit Stannis eigentlich ist und wie viel na, Vertrauen er auch in Stannis, glaube ich, sitzt, weil er weiß, okay, Stannis reitet jetzt vor also ins Land quasi rein, wo dann die Ländereien ja auch irgendwann frei werden, wenn nicht sogar Wenn schon er frei Winterfell sind, erobert, wenn ja. er erobert, genau. Und er rechnet damit ganz fest und plant es ja auch quasi schon weiter. So, ja, okay, wenn das dann so, wenn er dann da durch ist, dann können wir ja das und das für die Wildlinge freimachen und dann, ja, läuft auch. Oder man kann es halt auch so sehen, dass es halt einfach auch nur Gerede ist. So wie man ihn aber eigentlich gar nicht einschätzt, dass er dem jetzt falsche Versprechen macht. Nee, Also derzeit nicht, würde ne? ich nicht, würde ich jetzt nicht so vermuten. Ja. Und die einigen sich ja dann beide auch, weil ich dann auch in der Szene, also aus dem Gespräch raus, auch sehr schlüssig fand. Ja. Also war ja auch nicht so, dass die gleich auf dem gleichen Nenner waren, also das war ja schon kein Wortgefecht. Und eine schöne Spannung in der Szene gehabt auf jeden Fall. Und dann fand ich noch eine ganz spannende Szene, war ja wirklich mit John und dem Olli, der mit dabei war, der gerade durch diese Wildlinge seine Familie verloren hat. Und der dann auch ihm mehr oder minder zu verstehen gibt, dass er da nie so begeistert von ist. Ja, und John, ja, das ist halt wieder so, das ist halt so typisch John, dass ihn dann halt auch wieder so, man merkt es halt auch wieder berührt, dass er jetzt nicht sagt, ja, ist okay, John, ist ja die Entscheidung. Ja, also da wird er auf jeden Fall noch ein paar Probleme kriegen mit der Lodge. Ich finde, es ist auch ein Zeichen, weil einfach selbst dieser kleine Junge, John da quasi so direkt die Meinung sagt und ihm auch sagt, dass er das alles nicht gut findet und Ja, ihn obwohl, da auch sagt nicht er ja zu unterstützt. ihm. Sag mir ruhig deine Meinung, kannst du offen sagen. Er will es ja erst ja nicht sagen. Ja. Naja, deswegen. Okay. Man soll, glaube ich, nur so darstellen, dass eigentlich an sich erstmal jeder dagegen ist. Das Ja, ist. Wenn dass selbst der selbst Kleine er. dagegen ist, sind alle dagegen. Soll einfach nur Ja. so darstellen. Ich fand es auch sehr sportlich zu sagen, die halbe Nightwatch wird dagegen sein. Ich meine, es ist ja der Ja, Hauptfeind, ja. ja, den sie in den letzten hunderten Jahren hatten. Dazu sagen, ja, wird nur die Hälfte sein, die anderen folgen eben blindlings. Also, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Situation Ja. ergeben. Ob das alles so reibungslos abläuft, wage ich mal echt zu bezweifeln. Ja, definitiv. Ja. Würdet ihr dazu noch irgendwas sagen? Oder? Nee, eigentlich nicht wahr. Ja, können wir zur dritten Szene kommen mit Brienne. Mit Podrick. Podrick, die Zimmer beziehen in der Nähe von Sansa, also quasi in der Nähe von Winterfell. Und gerade mit dem, ich weiß gar nicht, also Bedienstete da, sage ich jetzt mal, oder Zimmerboy. dem da wahrscheinlich auch die Bleibe, Lokalität die irgendwie gehört, Herberge da ja. gehört oder so, wo sie mir auch direkt ja sagt, also der ganze Ohr erstmal nicht loben, fand ich eigentlich auch ganz spannend. Das zeigt doch ein bisschen, dass Brienne immer noch die Meinung hat, auch sich davon überhaupt nicht hat beeinflussen lassen, was da jetzt halt vorgefallen ist, gerade mit Baelish und allem drum und dran. Und da kommen wir ja später auch nochmal zu einer Szene, wo das halt sich nochmal ausschlägt. Also diesen Herbergentypen, der gibt es ja anscheinend auch weiter die Weiter, Info. ja, sehr gut. Und fand ich eigentlich einen ganz netten Dialog. Vor allem mal, weil nicht mal Brienne und Podrick sie die ganze Zeit da irgendwie ein bisschen an Ja, weil es eben nicht nur um dieses, ihr. ach ja, und Ja, wollen ich wir bin wirklich selbst weitergehen? mitleidig und Ja, so, genau. ja. Nee, fand ich eigentlich ganz nett. Ja, noch was dazu? Nee, Nee. nicht wahr? War ja nichts Ja, wirklich. dann kommen wir zu den nach Winterfell direkt. Und zwar zwischen dem lieben Herr, ach, wie heißt er gleich nochmal? Ramsay. Ramsay, genau, und Miranda,
die ja da nackig am Fenster steht und ihm so ein bisschen die Meinung geigt, dass sie der halt nicht so geil findet mit Sansa. Und sie ja dann, sie sagt ihm auch direkt, na, heirate ich halt jemand anders. Naja, und Ramsay halt wie er ist, dann ist das natürlich nicht so cool. Ne? Und setzt sie auch unter Druck. Also, ja. Er macht ja halt auch gleich klar, war, dass er einfach mal sowas wie ein, naja, ein König jetzt nicht, aber halt was Höheres ist, ne? Und sie halt eine kleine, was ich, Bauersfrau oder was ist Na, das für eine die komische Tochter des Frau? Schmiedes oder so was? Tochter Ja, des also, Hundehüters oder naja, so. naja, das ist halt sehr weltbewegendes auf jeden Fall. Und dass er einfach machen kann, was er möchte. Und wenn er Sansa halt heiratet, dann kann er trotzdem immer noch mit ihr vögeln. Ja? Und das macht ihr jetzt mal knallhart klar. Ja, ich sag mal auch, ich meine, gerade sie weiß ja eigentlich auch, was mit anderen Geliebtinnen passiert, die jetzt nicht mehr, die Ramsay jetzt nicht mehr so mag. Ist natürlich auch erstmal so eine Aktion, die mit da so zu sich zu sagen. Die Eifersucht ist Ich übelst. finde auch, also ich weiß nicht, für mich war, ist die vorher auch gar nicht aufgetreten. Also für mich war, ist der Charakter auch in dem Moment neu eingeführt worden. Nee, wurde schon öfters Nee, gezeigt. Habe Wurde ich schon öfters überhaupt nicht gezeigt. auf, also habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, muss Immer ich wenn schon sagen. so Stellen war mit Sansa und ihm, hat man sie immer schon gesehen. Ich glaube schon, weil hier zum Beispiel auch, wo sie hier Stinker damals so gequält haben, da war sie auch schon dabei gewesen, Das glaube ich. aber da ist sie mir überhaupt nicht aufgefallen. Und deswegen fand, war es jetzt für mich so, okay, neue Person. Nee. Aber man sieht halt auch gleich, was sie für ein Wesen hat eigentlich. Und Also sie man, weiß schon viel über ihn, also muss er schon länger dabei sein bei ihm. ja gut, das stimmt, ja. Aber ihr hattet ja vorhin zwischendurch, wo wir mal kurz unterhalten haben, auch schon gesagt, dass sie eigentlich ein ganz süßes Gesicht hat. Und ich dachte mir aber gleich so, okay, die wirkt, schön, ne? Die wirkt für mich von Anfang an schon total falsch. So mit ihren ganzen, in ihrem ganzen Auftreten, und das zeigt sich ja dann auch. Naja, wenn man mit Ramsay zusammen ist, ich glaube, der hat jetzt, Ja, ist der jetzt auch nicht so der muss. netteste Charakter, Da also. sollte man jetzt nicht ganz so mädchenhaft sein. Oh, ist ein schöner Tag heute. Guter Deshalb. Ramsay. Nett von dir. Ja. Naja, aber ich finde, sie ist ein relativ interessanter Charakter. Ich glaube, Auch die. wichtig, doch, ich finde auch wichtig für die weiteren Szenen einfach da so Ja, verpackt. also Also definitiv. sie ist natürlich bei netten Szenen auf jeden Fall dabei. Ne? Also, Ja. ich sag mal, bei den nächsten noch nicht, aber da kommen wir eigentlich gleich auf Brienne wieder zurück. Sansa mit der Waschfrau, die wir in der vorigen Folge schon mal kurz gesehen haben, die ja auch schon meinte, ja, der Norden vergisst nicht. Hat er wieder ihren Auftritt und sagt Sansa, ja, falls irgendwie mal ne, was Schlimmes ist oder so, mach in dem kaputten Turm im obersten Fenster eine Kerze an. Ja. Was bestimmt bald passieren wird, sage ich Ja, wenn man sich die Folge mal zusammen anguckt, auch. kann das sehr gut möglich sein. Ja. Also gerade, ja. War ja schon kurz, fand es aber wieder schön nochmal. Beim Ja, ist ersten Mal einfach fand ich es schon gut, und ich fand auch schön, dass sie dann gleich nochmal gezeigt haben. ist Also einfach nur mal es so gibt ein. Leute, die das nicht vergessen haben, die Ja, ist auch Starks. so eine Szene, einfach nur um andere Szenen für später nochmal zu verstehen, Ja, wenn es dann halt soweit genau. ist. Ja, beziehungsweise in der nächsten Szene rennt sie ja halt auch an sich gleich, glaube ich zumindest, zu diesem Turm. Zumindest steht sie ja vor so einem Riesenturm und starrt nach oben hin. Ja. Das ist so für mich so, okay, sie checkt eigentlich gleich mal aus, was habe ich für Möglichkeiten, wo ist das Ja, wo sind wir denn eigentlich? eigentlich? Und Genau. ja, Gleich mal gucken. also Jetzt. gleich mal ganz dramatisch nach oben gucken, so, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Stimmung. Ja, und dann kommt ja auch gleich wieder Miranda dazu Ja. und sabbelt sie von der Seite voll. Kann man ja wirklich so sagen. Auch so Jans, ach, fand ich noch einen Eklig. ganz komischen, also Ja. ja, wirklich richtig Ja, komisch so von ihr, wie sie. psychomäßig. Ja, und Sansa merkt man schon, da hat man auch wieder mal gesehen, wir haben ja vorhin nochmal die Folge zusammen, nochmal zusammengeguckt, wie groß Sansa auch ist. Ja? Oder beziehungsweise wie klein die anderen auch alle sind. Ja? Also hat man dann wieder mal ganz extrem gesehen und man merkt halt auch, Sansa lässt ja denen nicht mehr so viel sagen, ne? Und Wird ist schon schlagfertiger. schlagfertiger, auch Nicht. vorsichtiger auf jeden Fall. Und sie ist hier auch gleich irgendwie, sie kann sie ja von ersten Punkten nie andenken. Und das werden wir ja bei späteren Szenen auch nochmal feststellen, dass das nicht unbegründet ist. Ja. Und dann sagt der Miranda auch so, ja, ich weiß ja mal, wie sie sagte, von wegen so, ja, irgendwie ein Geschenk oder sowas für sie oder was sie sich mal angucken soll. Und da führt sie ja zum Hundezwinger, So viel wo zur sie. Naivität von Sansa, den Ja, Ganzen auch zu führen. genau. Oh, das ist ein dunkler Raum, da gehe ich mal ganz alleine rein. Ja, kein Problem. Da sind ja alle Lässt ganz sich eine nett Tür gut hier. zuschließen, alles klar. Ja. Ich kann jetzt hier nicht mitkommen, geht gerade nicht in dem Ja. Moment. Ja, und ich finde es halt auch. Und dann bei jedem Hundebell zuckt halt wieder so ein bisschen zusammen. Naja, bis er halt beim letzten Raum landet und da den lieben Reek bzw. Stinker findet, der da ja immer noch haust. Ja, Ich muss aber auch und. sagen, ich hatte das Gefühl, sie muss da auch reingehen. Sie wusste selber, sie kann jetzt gar nicht sagen, so, ich traue mich nicht, was ist denn da, komm mal mit. Sondern sie muss ja auch ihre Stärke irgendwo
Vielleicht war ein bisschen Neugier dabei. Ja, das sicherlich auch, wenn ihr halt vorher gesagt habt, guck mal, als was du bestimmt interessant findest. Wer wird da nicht Naja, aber wenn ich so Neuigkeiten Sanders Situation aus den letzten Jahren so kennengelernt habe, dann geil? würde ich vorsichtig sein mit solchen fremden Personen, die auf einmal kommen. Och, guck mal, geh mal rein in diesen dunklen Raum. Da Ja, ist was Schönes, habe ich versteckt. genau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt vor dem dunklen Raum eher ängstlich war oder vor dem, was da war, weil das ist ja auch was sie später sagte, das ist ihr Zuhause, das kennt sie alles, sie weiß, dass sie da irgendwo noch Verbündete hat. Ich glaube auch nicht, dass sie da, dass ihr da irgendwie durch den Kopf gegangen ist, okay, sie sperrt mich jetzt ein und ich werde hier sterben, so ungefähr, weil Das dann hätte es für die Miranda auch ist halt die schlechte Naivität Konsequenzen von gehabt. Sansa immer noch. Na gut, aber so schnell kann man ja auch in GOT keinen Charakter oder, sag ich jetzt mal, eine Persönlichkeit in der Welt um die Ecke bringen, Kann indem man das nicht? Das ist aber, glaube ich, noch die Game of Thrones Folge komplett. man. Wenn man das nicht kann. Naja, aber ich sag mal, Naja, das wäre schon ganz natürlich. schön billig Gut, aber gewesen, sie das, da. na, so denkt ja Sansa nicht. In dem Moment, Ja, aber Moment Miranda wäre ja auch nicht mal. so dämlich, so Ja. wirklich zu machen. Also Ja. ich glaube, man hatte keine Angst um Sansa in der Situation gehabt. Ja, aber trotzdem wirkt es halt Nein, komisch. na klar. Also dass man sich nicht unbedingt super wohl fühlt in der Szene, da brauchen wir nicht drüber streiten. Ja, und dann sieht ja Olerik ja auch Sansa. Ich weiß ja, war da überhaupt noch mal ein Wortwechsel gewesen zwischen den beiden? So Du wirklich? solltest nicht hier sein, sagt er nur. Oder Ja, so. genau, ja. Ja, und dann, ja, die nächste Szene Er ist ja erkennt dann sie wirklich, halt. wo, genau, klar, logisch, er kennt sie, sie erkennt ihn natürlich auch. Ja. Und nächste Szene ist ja auch gleich, wo er dann bei Ramsay dann ist und sich dafür entschuldigt, weil sie ihn ja gesehen hat. Und man denkt dann schon wieder, oh, jetzt ist es wieder schön auf die Fresse. Aber Ramsay, als gütiger Mensch, ja, Ja, so ist genau, da kommt vom sein Wesen wirklicher Charakter durch. her. Ja, Anführungsstriche seht ihr jetzt nie. Nee, und verzeiht ihm da in dem Moment. Sagt er, ja, ist nicht so schlimm und Hauptsache du bist ehrlich zu mir. Nur dachte so, naja, okay, wow. Du machst jetzt auch keinen Riesenunterschied zwischen der Beziehung, die die beiden miteinander haben. Ich finde, man sieht da halt wieder so, wie krass sich Theon eigentlich, ohne das zu hinterfragen, wirklich unterwirft. Weil ich meine, Sansa ist zu ihm gekommen. Es ist nicht mal so, dass er dafür gesorgt hat, dass sie ihn Ja. sieht, sondern und er entschuldigt sich dafür so, oh mein Gott, sie hat mich gesehen und sie weiß, wer ich bin oder wo ich bin und so weiter. Also er denkt auch irgendwie überhaupt nicht mehr nach, habe ich das Gefühl, sondern es ist einfach nur so richtig, richtig tief sitzende Angst vor jedem Fehler oder bei jedem Fehler, der irgendwie unterläuft in Ist der ein ganzen. total zerbrochener Mensch. Ja. Die Szene sollte einfach nochmal, scheinbar nochmal zeigen, wie Ja, krass er einfach nur drauf ist. Dass man unterworfen immer ist. wieder nicht denken kann, jetzt so langsam könnte er sich ja wieder. Nur, dass man immer wieder sieht, nein, er ist immer noch so drauf. Ja. Er wird nicht wieder zurückkommen. Ja, und das werden wir ja in anderen Szenen auch noch mal sehen. Da gibt es nämlich direkt das Essen dann zusammen, wo alle wichtigen Persönlichkeiten, Sansa, Ramsay, Lord Bolton, seine Frau. Alle Frauen. Und Reek steht ja so ein bisschen im Abseits. Und dann holt er ja wirklich, also so diese Dreistigkeit. Ja. Ja, das ist ja dann wieder von Ramsay ohne Worte, dass er ihn ja ranholt und sagt, ja, jetzt entschuldige dich mal bei Sansa dafür, dass du ihre beiden Brüder umgebracht hast. So, ja. Und dann sagt er ja sogar, Entschuldigung, was schon sehr, sehr schwierig, und dann muss sie noch angucken dazu. Also immer noch mal einen drauf zu legen, ja, wo man Ja. schon denkt, so, oh, jetzt ist auch mal gut, So ey. grenzenlos, also einfach so absolut. Ich hasse diesen Charakter mittlerweile richtig, weil ihm halt auch niemand irgendwie, also keiner traut sich gegen ihn zu wehren. Also sein Vater sitzt ja auch da, stillschweigend, man weiß, also man erfährt ja später, dass er es in dem Moment auch nicht gut findet, aber Ja. selbst der möchte ihm eigentlich keinen Einhalt gebieten. Und das ist Naja, so eine. obwohl er in der Szene ja mehr oder minder danach ihm ja gleich nochmal einen mitgibt. Ein Mit. Ja, aber trotzdem ist es so. Ja, man hätte halt auch sagen können, so, okay, Ramsay, jetzt ist gut. Hör auf Ja, damit. vielleicht ist es ihm auch egal, was jetzt mit Sansa da so Ja, entsteht, für sag ich ihn, mal. ja, das denke ich auch. Er wird sagen, okay, jetzt brauche ich ihn noch. Wobei ich Ne? ja selber sagen muss, der Charakter ist sehr Mhm. geil. Meister Ramsay, würde ich ihn auch Es ist gerne definitiv auf jeden Fall ein nennen. interessanter Charakter, Ein ja. schön verrückter, das gehört auch mal dazu. Ja, das wohl war, ja. Also verrückt kann man den auf jeden Fall nennen, ja. Obwohl er ja auch schon genau weiß, was er macht. Also er ist ja nicht dumm, ne? Also er weiß schon ganz genau, wie er die Leute gegeneinander aufbringen Er kann. bringt immer so Spitzen, so richtig Na, wie er hässliche dann noch Spitzen, so, irgendwie, wo sich dann so, oh, das hast du dich entschuldigt? Gut, dann haben wir das jetzt. Ja, Dann genau. ist er jetzt alles wieder bereinigt. Jetzt geht's mir auch viel Ja, besser. jetzt mögen wir uns auch alle wieder. Jetzt können wir uns auch am besten umarmen, wenn es Ja, nicht wäre, so genau. Wo weißt jeder am Tisch denkt, so, ja, nee, ist du. klar, in 1000 Jahren nicht. Allen ist unwohl, nur ihm nicht. Er ist Ja. zufrieden. Und Lord Bolton sagt ihm ja dann auch gleich in derselben Szene noch, ja, du, pass mal auf, meine liebe Frau ist schwanger. Was ja auch insgesamt sehr lustig war, wie Ramsay darauf reagiert. Diese Ja. Genau, Gesichtsentgleisungen. also nicht mal darum, von wegen, oh, da könnte ja bald noch einmal jemand geboren werden, der ihm nochmal schwierig werden, sondern erstmal diese, wie, schwanger? Und dann so, woher weißt du das?
Ja, weil, naja, die Frau von Bolton ist natürlich ein bisschen kompakter, sage ich jetzt mal. Wiegt 100 Kilo ungefähr. Ja. Tippen wir mal. Ja, und also auch diese Respektlosigkeit in dem Ja, Moment von Ramsay, ja, das wie er stimmt. darauf reagiert, ist natürlich auch. Und er sagt ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Szene Eine, direkt drauf genau, war, eine aber er sagt, ich Medaille. glaube, genau, sagt er auch, dass er ja schon Schande gemacht hat und dass er jetzt immer ein bisschen zusammenreißen soll, Ramsay. Und der hat natürlich auch ein bisschen, man merkt doch in der Szene, ein bisschen Angst davor, aber das heißt, wenn dann wirklich mal ein Sohn geboren wird, weil Lord Bolton sagte mir auch direkt, ja, da wird auch wahrscheinlich ein Sohn draus entstehen. Ja, fühlt er sich natürlich auch gleich direkt bedroht. Ich finde, ich habe mich gefreut, dass Sansa so ein bisschen lächelt. Das sieht man ja an. Das war so, da war mir, also ich habe voll mit ihr gefühlt, hat mir auch so, ja, sie ist zugegen. Ist so, und wenn es so eine ganz klitzekleine Kleinigkeit ist, Ja, aber Ramsay mal das kurz sind in immer den diese Arsch kleinen, getreten. minimalen Sansa-Freuden, wo man sagt, ach, jetzt vielleicht, Sansa, jetzt kommt es, jetzt wird das Leben besser und so. Aber dann, Dann nein. dann soll es doch nicht so sein. Ja. Ja, auch wie in den Gesprächen noch mal sagt, ja, wie er das denn gemacht hat. Ja, Also, das war sehr geil, er ja. hört ja auch nicht auf, ja, obwohl man ja schon direkt merkt. Aber ich finde es auch spannend, wie ruhig Lord Bolton eigentlich Ja, wirkt. die nonstop So, eigentlich, also also. der sagt ja nicht immer so, jetzt halt mal dein Maul, ja, sondern. Den finde ich eben auch total, den kann man überhaupt nicht durchschauen. Weil das ist ja auch dann in diesem Gespräch, das er mit Ramsay allein hat. Das ist so für mich so ein Hin und Her gewesen zwischen, okay, er ist jetzt irgendwie so ein bisschen wütend auf ihn. Eigentlich verachtet er ihn ja auch, so wenn man diese Geschichte dann hört, wie eigentlich die Mutter von Ramsay war, also die Frau damals quasi, oder was auch immer das war. Naja, ich kann nur sehr erzählen, ja. Und dann aber doch wieder dieser Stolz darüber, wie Ramsay eigentlich ist, mit dieser ganzen Art, diesem gewalttätigen, diesem hinterlistigen, diesem richtig fiesen. Da sagt er ja wieder so, okay, ich sehe, du bist mein Sohn. Und er sagt ja dann auch, okay, ich möchte den Norden für uns, der Norden gehört uns. Er sagt ja gar nicht irgendwie, also er sagt es halt genau so. Und das finde ich, da dachte ich mir wieder so, okay, jetzt bist du wieder stolz auf deinen Sohn. Eben sagst du Ja, ich noch, glaube. Schande. Also ich glaube, er braucht ihn halt auch einfach, ne? Er braucht ja, damit er Sansa heiratet, damit er den Norden sichern kann, wenn er ihn. Er hat ja auch niemand anderen. Ja, Weißt das du, ist ja bei das den Problem, Starks ja. hatte der erstmal seine 30.000 Söhne Ja. und seine paar Töchter, die er Hatte. immer hatte, verheiraten können. Und der hat ja nichts. Der hat ja nur seinen kleinen Bastard, ein Kind, einen Sohn. Und war es ja. Mehr Ja. hat er ja nicht. Bald den richtigen Sohn. Ja. Ja, also fand ich, es ist halt auch eine spannende Szene eigentlich. Also hat mir auch gerade dieser Witz, der eigentlich auch drin war, obwohl er natürlich dreist war, aber insgesamt fand ich die Szene schon sehr, sehr witzig. Ja. Ja, und man erfährt, wo Ramsay das eigentlich her hat, dass das keine psychische Störung ist, sondern dass das zur Familie der Bolton Na. dazugehört. Wenn du, also ich fand bei der Geschichte, wie quasi wie der alte Lord Bolton quasi die Mutter genommen hat, nachdem sie ihren Mann erhängt hat, weil die heimlich geheiratet hat, quasi, fand ich, dann dachte ich mir so, okay, jetzt weiß man, wo es Na gut. herkommt. Heißt Also. aber, bedeutet ja nicht, dass er nicht psychisch auffällig wäre, sage Ja, ich nee, das nein. mal. Schön formuliert. Dankeschön. Ja, nächste Szene sind wir wieder an der Nightwatch mit Sam und Gilly, die, also die ist ja wirklich auch so richtig dämlich. Ja? So richtig dämlich. Ja. Da Sind ist das er auch alle immer. Bücher, die es gibt? Ja, sind hier, Es waren, glaube ich, 30 Bücher oder so, die ja, da. also langsam geht der Charakter geht mir schon einfach an, ziemlich auf den Keks, einfach weil er so Naja, er dämlich kann ja auch ist, mit aber. Sam auch an sich ja nicht viel anfangen. Die ist halt viel, ist Ja. dick und ja. Ja, Da hat er halt das ist seine, halt alles schon hat er halt dämlich. seine Inzestfreundin dann noch am Werk. Also. Aber ich muss sie auch mal ein bisschen verteidigen, weil das ist auch das, was Sam sagt. So, sie kann, also, beziehungsweise er formuliert es, glaube ich, ein bisschen anders, aber sie kann ja im Prinzip nichts dafür, dass sie jetzt nicht viel über Bücher weiß, so Ja, ungefähr. aber diese Naivität, die da Ja, noch dahinter ist, so, die ist na schon klar, man grenzwertig. merkt einfach, dass sie anders aufgewachsen ist und auch halt einfach Ja, aber dumm man weiß ja auch, dass zugelegt. dieser Charakter ja auch nichts bringen wird. Also Ja, wird ja nie was irgendwie. ja, einbringen, ja. Ja, Obwohl, also. wer weiß, Er vielleicht wird. besteigt sie den Ach, Thron am ja, Ende. am Schluss Aber sitzt er dann da. du brauchst doch kleine Charaktere, um die großen groß erscheinen zu Ja, lassen. nee, du Ja, aber kannst Sam auch wird nicht so noch groß. groß, Nee. glaube mir. Ich hoffe nicht. Im selben Moment kommt ja auch dann Lord Stannis noch dazu und das fand ich dann wieder sehr, sehr interessant, weil es haben ja auch viel sich über natürlich wie heißen sie gleich, Untoten, Weißen Wanderer. die Weißen Wanderer ja viel informiert und darüber ja hauptsächlich eigentlich auch liest. Listen. Und Stannis ja auch sagt so, naja, wenn wir irgendwann mal wieder hier sind, dann brauchen wir auch jemanden, der weiß, wie wir sie besiegen können. Ne? Also gibt ihr natürlich mehr oder minder auch den Auftrag und auch das Vertrauen, sage ich jetzt mal, fand ich sehr, sehr schön in Sam, dass er da viel sich belesen soll und er auch einen wichtigen Part einnimmt, auch für Stannis.
Fand ich auch eine schöne Szene Was noch. ich auch an Stannis so geil finde, irgendwie so als König, weil normaler, die alle anderen, die ich sonst kenne, also jetzt, ich, ob selbst hier, ob es einer Stark gewesen wäre oder sonst wer, aber die hätten auch niemals so eine Leute jetzt so eine Ja. Aufgabe so zu tragen, so wie sie, Ja. die hatten so, die hätten ja nicht beachtet. Ja. Aber irgendwie Stannis, der ist so, komm, Er mach kommt einfach extra das, sogar noch mal ja, weißt hin, weil die spricht mit du? ihm Weil er zusammen. halt einfach richtig, richtig cleverer und kluger Herrscher Ja. ist. Der weiß ganz genau, Er dass du gegen sieht. diese weißen Wanderer nicht mit einer Armee von 1 Million Reiter da Na, ankommst, sondern aber. da brauchst du halt irgendwas, was über männliche, menschliche Kraft hinausgeht. Und das, darüber soll sich Sam halt Er eben ist ja auch der informieren. erste Herrscher, der überhaupt die Gefahr erstmal sieht. Ja. Alle Ja. anderen haben ja erst andere Probleme. Er ist der Ja. Erste, der sich darauf auch ein bisschen mit Ja, konzentriert, mit so, ne? konzentriert. Also ich werde doch immer mehr zum Stannis-Fanboy, Ja, muss ich definitiv. sagen. Also ich habe Definitiv. jetzt auch schon richtig Angst, dass er vielleicht verliert gegen die Boltons, wenn es um Winterfell dann geht. Hoffe ich natürlich nicht. Das Also, hofft niemand. das hoffen wir alle nicht. naja, vielleicht gibt es auch Boltonfenster draußen, wissen wir ja nicht. Es gibt immer ein paar Verrückte. Naja, ich sag mal, Lord Bolton an und für sich ist ja jetzt auch nicht so ein Auch ein Charakter, wo cooler ich Typ. sage, oh Gott, nee, bloß nicht. Ja? Also der hat ja auch schon so einen gewissen Fable und dass man den auch gut leiden kann, ist halt natürlich Ramsay, der das alle Der ein ist so bisschen dominiert. runterzieht. Das ganze Haus. Ja, gut. Ja. Aber was haben sie nochmal als Wappenzeichen? Gehäutete, Also, das sagt doch schon gehäutet alles. irgendwas. Gehäuteten Menschen, aber ich sehe nicht was. Also. Ja. Ja, Szene 7 ist dann auch, wo Stannis dann abmarschiert und alle sich für den Weg offen. Ich fand auch sehr schön das Gespräch zwischen Der Kleinen, nicht Davos cool. und der Kleinen. Auch wieder ein Süß, so, ja. Also gerade so der letzte Spruch, so, ja, ob sie denn Angst hat. Und dann Ja. hat sie gesagt, nee, nee, ich hab keine Angst. Und er sagt ja auch, ja, ich hab Angst, dann musst du mich dann beschützen. Dann so, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, die Dieser. Mutter halt natürlich auch wieder, oh, Ja. so nervig. Auch so ein nerviger Charakter, den keiner Ja. braucht, aber trotzdem da sein muss, damit man immer weiß, es gibt immer so einen Nervigen, wo man will, dass sie sterben, weißt du? Ich vermute ja, dass die Kleine jetzt gerade mit dafür irgendwo eine Rolle einnehmen wird. Entweder passiert mit ihr irgendwas oder sie wird dann doch von den Boltons irgendwie entführt und man kann da irgendwie quasi rum erpressen. Aber ich glaube, es ist halt einfach, man denkt sich so, okay, warum nimmst du ein kleines Kind mit zu so einer Schlacht? So, macht ja kein vernünftiger Mann oder Mensch. Ist halt so geschrieben worden, denke ich, vermute ich, weil irgendwas passieren wird mit der. Oder Sedavus, das auch steht bei mir Wobei auch ich noch nicht so im ja Gerüst. Stannis auch verstehen kann, dass er das überhaupt mal macht, weil die kleine Mädel ist ja nie rausgekommen. Die war ja nur in ihrer kleinen Zelle da gefangen, hat Bücher gelesen oder wie sie denn was, kennt ja nicht mal irgendwelche Leute und jetzt lernen sie wirklich mal die Welt kennen, ja. Naja, schon. Und das ist ja auch mal nicht verkehrt. Ich Ja, meine, das klar. ja, insgesamt irgendwas wird bestimmt passieren. War muss ich nicht vor, aber auch für sie Ich meine, ist es ja nicht er schlecht. sagt ja auch, okay, ich will sie halt auch nicht bei der Nachtwache lassen, wo halt Vergewaltiger und Mörder und sowas rumlaufen lassen. Aber das ist für mich in dem Moment einfach nur so ein reingeschnitten oder beziehungsweise für den weiteren Verlauf komponierte Ausrede gewesen. Wir lassen uns überraschen. Ja. Ja, man sieht auch nochmal schön die Armee von Stannis, wo sie dann rausmarschieren. Also ist schon. Immer noch die größte Armee. Ja, also das macht mir am meisten Hoffnung noch, dass Stannis dann den Krieg auch gewinnt. Die größte Armee, der größte Kampfstratege, also von daher. Es spricht vieles für Also ihn. es spricht vieles für ihn, ja, aber dass man sich dabei so weit bei Guillotine nicht drauf verlassen kann, das wissen wir leider auch Ja. alle. Ja. Deswegen, und die Boltons, gerade Boltons ist ja auch nicht dumm, der wird sich schon Ja. was überlegen Wir und haben der immer weiß ja einen vor kleinen allem, Fallen. Genau, er weiß er ja. weiß ja, was auf ihn zukommt. Das Genau. ist ja nicht ganz unvorbereitet, ist er auf jeden Fall nicht. Ja, dann sind wir wieder in Meereen und Grey Worm wird mal wieder wach und wer sitzt natürlich neben ihm, Missandei und wartet Langweilig. darauf, dass er erwacht. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, also Ja. diese Liebesbeziehung finde ich ein Braucht kein bisschen. Mensch. Ja, man braucht ein bisschen Luft nebenbei, aber an sich Ja, war es jetzt aber keine, war weißt eine, du. ja, Ja, Nee. ich fand es halt auch wieder so, ja, Weil meinte er dann vielleicht. so im Kampf, ja, ich hatte keine Angst zu sterben, sondern ich hatte nur Angst, dich nicht mehr wiederzusehen. Wo ich einfach so, oh, ist Ja, ernsthaft jetzt. so, oh. Ja, selbst, wo soll ich es denn hinentwickeln? Wissen Sie, die werden ja auch niemals eine Liebesbeziehung irgendwie eingehen können. Das ist ja mehr als Kuschelei, ist da ja auch nicht. Ja, wenn du eine Liebesbeziehung über das Körperliche definierst, Ja. dann nicht. Tue ich nicht. Ja. Ja, unnötig, langweilig, Ja. uninteressant. Aber nächste Szene ist ja auch gleich wieder mit Missandei, mit Daenerys. Das fand ich eigentlich auch wieder ganz spannend. Daenerys sucht halt quasi einen neuen Berater, und fragt halt Missandei, ja, was soll ich jetzt machen? Und sie sagt auch so, nee, sorry, kann ich jetzt auch keine Entscheidung treffen, das ist jetzt nicht mein Bier. Also da sieht man, dass Daenerys halt versucht, sie jetzt wieder einen Berater zu holen, der mit dem sie so eng verbunden ist. Ich meine, sie sind ja eng verbunden, die haben jetzt auch schon einen schönen Weg zurückgelegt.
Aber Missandei hält sich da relativ raus. Ne? Die will da eigentlich nicht so Entscheidungsträger sein. Obwohl Gibt's. ich die Begründung von Daenerys gut finde, dieses, du bist diejenige, die weiß, wen es trifft und du weißt, was ich will. Jetzt sag mir, was ich tun soll. Das ja, zeichnet sie mal wieder sehr aus als Anführerin. Also, ich sehe gar nicht. Also, na, mal gucken, ob sie da vielleicht so eine Rolle als Beraterin einnimmt. Und wenn nicht, dann ist natürlich die Frage, wer jetzt nicht, dann vielleicht diese Position dann halt auch. Ob es Boah, dann, ob es komplett. dann, ob es Naja, dann immer noch wirklich hier den Dario. anderen. Wie heißt er? Ich weiß gar nicht mehr. Dario, Ist es Darius, Dario? irgendwie so. Irgendwas. Ich Na, habe zu Dario viele ist doch Namen. der Der Elite-Fighter. ist doch Den sie da hat. Mit der. dem Seevögel. Ist es Dario? Ich weiß, glaube, heißt Ist er es der, den dieser? sie gefangen genommen hat? Ich meine, das wäre jetzt der, der sie gefangen genommen hat, Ja, bin der ich auch der Dario. Meinung. Ja, also wie er. Ach, Ach wie so, heißt ja, er? gut, mit dem will sie ja sowieso. Aber ich Na, meine, als Eckdeck. Berater, überhaupt als so Kriegsberater, ist ja auch noch der Ineans, der mit Ja. dem sie auch schon ein paar Verhältnisse hatte, sag ich mal. Ja, gut, sicherlich. Aber das ist natürlich auch ganz spannend. Sie geht ja dann zu Dario in die Zelle und sagt ihm halt auch so: Ja, okay, sie macht die Kampfarena wieder auf. Weil ich ja schon seit Ewigkeiten sage, dass sie das machen muss. Macht sie jetzt endlich Endlich hört sie auch auf dich. und sagt ja dann: Ja, endlich mal, Du ja, willst doch nur Blut, du willst doch nur Blut sehen. mich musst du mal als Berater nehmen. Ja? Würde ich machen auf jeden Fall. Auch ohne Kohle dafür zu kriegen. Nur um in Hiani hier zu sein. Der wunderschönen blonden Daenerys. Immer in die Haare Naja, so, naja, verschnuppern. so Fan bin ich So wie bei von ihr der auch. Adams-Family, so den Arm hoch. Ja, und vor allen Dingen auch offenbart sie mir, dass sie ihn heiraten wird. Ihn glaube ich nicht, sie formuliert, das habe ich vorhin auch Nee, gemerkt, sie ihn formuliert direkt. er ein Anwärter. Sitzt. Ich Na, und glaube, sie. sie schreibt es aus. Na, sie sagt ja, und der sitzt ja schon vor Ein mir oder Anwärter kniet sitzt ja vor vor mir, mir. ein Anwärter sitzt vor mir, sagt sie. Ja. Ein Kandidat Also für quasi. mich Also kam ich schon hätte es sehr auch so rüber. verstanden, dass er es wäre. Ja, Also alles also andere aber ich wäre habe vorhin, ich habe eigenartig. vorhin nur mal drauf sie, geachtet. an sich hat man ja nie einen anderen gesehen. Ja, also ich glaube, Nee, das ich ist. glaube, dass sie das ausschreibt, dass sie sagt, okay, ich werde einen von diesen höheren Herren heiraten. Wer es sein wird, entscheide ich noch. Du hast dich schon einmal beim grauen Wurm getäuscht. Na, dann Das möchtest du dich jetzt stimmt, das nochmal stimmt. täuschen. Nein, ich werde mich nicht nochmal täuschen. Ja, aber ich, also wer soll es anders sein? Ne? Ja, denke ich auch. Also er ist auch Auf die einmal so ein einzigste völlig logische. Fremden, Ja, der also würde du bist ein komplett alter umgehen. Sack höchstwahrscheinlich noch. Also. Ja, also ich denke mal, sie ist, er ist der Einzige, der dafür in Frage kommt, auf jeden Fall für die Position. Also soweit wir natürlich wissen. Kann ja sein, dass er recht hat und da kommt noch jemand anders. Aber ich wage es zu bezweifeln. Aber wie die Vergangenheit schon gezeigt hatte, ich wage es zu Einmal, bezweifeln. einmal. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Finale der Folge, die ich übrigens auch wieder sehr gut fand. Tyrion und Joras, die im Boot sitzen und entspannt sich Gedichte erstmal vor, Ja, das sprechen. fand ich am Anfang ein bisschen Das sind immer die langweilig. interessantesten Gespräche. Also, da denken wir einfach, so reden Menschen miteinander. Aber was ich mir jetzt cool fand, wo dann Joras fertig war, um das, oder das Gedicht, was Tyrion angefangen hatte, dann vervollständigt hatte, Tyrion dann zu ihm guckt und sagt so, ja, ich würde klatschen. Ja. Sehr, sehr witzig. Also das war sehr cool. Also vom Witz her. Und dann natürlich die Szene, wo der Drache Der Drogon, Steinmeier. Ach so, der Rache, Entschuldigung. der Drogon halt rüberfliegt und Tyrion das erste Mal halt auch einen Drachen live in Action Meinst du, es sieht. war Da habe ich Drogon, jetzt ja? ja? wieder Gänsehaut. Da Ja, hatte ich da wieder war wirklich eine Gänsehaut. sehr epische Szene. Ja, das war schon Gerade sehr, ja, sehr cool. Muss ich auch sagen, Tyrion gut auch nicht, da geschauspielert. ja Tyrion überhaupt kein bisschen an sowas geglaubt hat. Und jetzt wird er immer mehr lernen erkennen, dass es wirklich so einen komischen Fabelwesen ja scheinbar doch gibt. Ich Und finde auch einfach dieser sehr episch, Gesichtsausdruck, das ist so ja. So, da war es auch wow. so ein ruhiger Ort war und auf einmal kommt dieser riesige Drachen und der fliegt Ja, einfach so drüber. richtig cool. Ohne was zu Stimmt. machen, er fliegt Ja. einfach nur rüber. Stimmungsmäßig fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, und dann auch, sie gucken dem Drachen hinterher und dann, also das fand ich eigentlich auch sehr cool gemacht und dann sieht man, wie eine Person im Hintergrund da runterspringt und beide seine mitkriegen und dann so, überwandet jetzt. Also Ja. fand ich auch sehr, sehr Ja, und cool wenn man jetzt gemacht. nicht darauf geachtet hätte, hätte man es auch gar nicht mitbekommen. Ich glaube, beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, habe ich es erst gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe nur gesehen, wie er runtergefallen ist. Ich wusste, Ja. wo beim zweiten Mal habe ich richtig darauf geachtet, wie er erstmal lang gelaufen ist und dann flupp, runterplumps. Ja. Ah, das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, und dann stellt sich auch gleich heraus, dass das die Steinmenschen sind. Interessant auch mal, dass man das mal sieht, wohin diese Krankheit Also führen diese kann. Erkrankung, die kleine Ja, Mädel, das das wie kleine hieß sie Mädel noch? Genau. hatte. Von Stannis, das Mädchen, genau. Tochter, Ich Tochter weiß auch meinst den Namen du? immer. Die Aber auf jedenfalls jeden geheilt wurde von der die er ja heilt, Erkrankung. ist die zwar immer noch im Gesicht da, wo man das noch sieht, aber bei denen hat halt keiner das geheilt. Ja. Tyrion sagt ja auch, dass sie dahin geschickt werden, um, naja, dann, also kommt da später Hat nochmal. erst, dann ist ja selbst mal gesagt, die Geschichte, dass sie Ja. ja alle wollten ja, dass das kleine Mädchen ja auch dahin kommt. Und er Ja. sagt, nein, gibt's nicht. Ja.
So hätte es, so wäre sie geendet. Ja, und dann werden sie angegriffen und Joas sagt ja, okay, du darfst dich nicht berühren lassen, weil das Ja. ja sonst übertragen wird. Und die kamen mir auch so ein bisschen vor, also so eine richtige Seele oder hatten die ja nicht mehr, das waren ja eigentlich nur noch so Ja, Zombies, Zombies wilde halt. Tiere so. Zombies, Haben sie auch immer gesagt, das sind wie wilde Tiere dann zum ja. Schluss. Ja, genau. Und die ja auch dann direkt in den Angriff übergehen, waren ja so drei, vier oder sowas in der Regel. Und im Kampf dann Tyrion über Bord geht, wo er Angst hat, dass er ihnen doch sehr nahe kommt. Und da habe ich mir so gedacht, dann wird er ins Wasser gezogen und geht so in die Dunkelheit, ne? So eine klassische Kameraperspektive in dem Moment, die man auch schon oft gesehen hat. Ich hatte auch null Angst um Tyrion. Da habe ich mir gedacht, Nein. er wird nicht so, wenn er Es war stirbt, wird er vorher, garantiert ja, nicht so nicht zum billig sterben. Sterben, ja. Also da hatte ich dann in dem Moment, auch wenn die Musik und was ich eigentlich ganz, ganz schön fand, gerade die Musikauswahl in dem Moment, war jetzt schon mal ein bisschen, naja, wie soll ich es beschreiben? Nicht so, sonst ist ja immer so ein bisschen seichtere Musik, sag ich jetzt mal insgesamt. Also ist ja nie, und da war ja wirklich mal, naja, ein Action. bisschen epischer die Musik Na. halt auch. Gerade wo er runtergezogen wird, fand ich mal ganz schön, mal eine andere Musikauswahl zu haben. Gerade wo die Folge nur vorbei war, war das ja dann auch nochmal, ist mir auch sofort irgendwie aufgefallen. Hatten wir, glaube ich, auch in dem Rahmen auch noch ja nicht so gehabt Aber bei er Game wurde of noch Thrones. hochgezogen, ne? Genau, Robert genau. Und Stark. dann Joras rettet ihn ja noch. Der war auch so ein Ding, wo ich dachte, dann kommen die an den Strand an und Joras guckt ja nochmal rüber, was für ein Fernen das war. Ferne. Also will er mir jetzt erzählen, dass er den da durch den halben See da gesprungen hat oder Fand was? ich auch, Also. ging mir ein bisschen schnell irgendwie von, der wird runtergezogen und dann wacht er auf irgendwo an Land. Da Ja. dachte ich mir irgendwie so, ja komm, brauchst du da jetzt einen Übergang Ja, vielleicht hat er oder, auch lange gebraucht, bis er wach wurde. ja, aber ich meine, Joris muss ihn ja irgendwie dahin gebracht haben. Ich meine, okay, YouTube wird jetzt Er nicht der ist. Schwerste sein. Höchstwahrscheinlich hat er einmal genommen, 50 Meter Wurf landes. Ja, und da sieht man ja auch, haben sie ja noch eine kurze Diskussion und sagen, ja, ihr macht jetzt erstmal ein Lagerfeuer. Tyrion sagt auch, ja, das ist die erste gute Entscheidung, die du getroffen hast. Nee, dass er sich ausruhen kann, das Naja, das ist sagen genau das erste Jute, was er eben sagt. Aber ich fand es auch wieder lustig. Tyrion sagt ja auch, oder Joas sagt, ja, oder in Tyrion sagt zu Joas, ja, danke, dass du mich gerettet hast. Aber es wäre halt nicht nützlich, wir sind nämlich alle jetzt tot gewesen. sie. Ich fand es sehr, sehr lustig wieder in dem Moment. Also Tyrion immer noch, auch in so einer Situation, immer noch für einen witzigen Spruch zu haben. Ja, Ja, macht ihn locker halt eben draußen. Ne? halt. Ja. Er lebt er ja auch nicht, was? Mit seinem kleinen Körper. Was soll er machen? Ja, das ist wahr. Nur mit seiner Intelligenz kann er. Ja. Und Wobei ich gerade da, mit. wo er sich jetzt befindet, da kann er ja wenig mitmachen. Ja, das stimmt, ja. Wobei ich mir da gedacht habe, Joras fragt ja auch so, hat dich irgendeiner berührt? Und dann ist ja dieses so, Tyrion sagt nein, und meinte ich so, aber du bist doch gerade runtergezogen worden. Also er hat dich ja auf jeden Naja, Fall nee, er angefasst. muss, die Hand, die Haut muss ja berührt Ja, das ist werden. ja okay. So. So, ich Ja. spekuliere jetzt, aber ich weiß es nicht, aber ich denke mal, so wird es sein. Ja, also ich weiß nicht, so ein paar Ungereimtheiten, Ja, sage ich finde ich jetzt genau, mal, darauf wollte ich auch hinaus. die, Na gut, aber. aber ich sag mal, gut, war jetzt auch nicht so schlimm, dass ich mich jetzt rausgerissen gefühlt habe. Im Nachhinein ist es natürlich immer, wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, die Szenen, kann man sich über viele Sachen beschweren. Nee, aber das fand ich halt, A, diesen schnellen Übergang von, er wird runtergezogen und dann ist er auf einmal gerettet worden. Ja, über Und den ja, ganzen See. ja. Aber es eine lange Szene gewesen wäre, wenn er jetzt nochmal extra gezeigt haben, hoch und jetzt müssen wir noch darüber zu dieser Insel, damit ich jetzt sagen Ja. kann, dass sie noch ein Lagerfeuer machen müssen. Ja. Ich sag mal, das Retten vielleicht hätte man nicht unbedingt zeigen müssen, aber ich meine, muss man dann wirklich eine Perspektive nehmen, wo so über den ganzen See da, und das Na war gut, ja das jetzt nicht kann nur 500 wenigstens mal Meter. kurz, dass man sieht, wie er schwimmt oder irgendwie so, weil man eine Ja. Ahnung hat, wie er ihn eigentlich gerettet Ja. hat. Ich meine, überlegt euch einfach mal. Das ist so über diesen ganzen See. Das sind bestimmt von der Ecke, er guckt ja genau darüber. Das waren ja bestimmt, keine Ahnung, 3, 4 Kilometer. Ja? Und alleine als ist es schon schwer, darüber zu kommen. Ja? Aber und dann noch Tür an der Backe zu haben, der vielleicht nicht unbedingt viel wiegt, aber der ja auch nochmal eine Belastung Vielleicht ist. war der wie Also, so eine na Boje, weil ich es am Morgen gut. festhalten Genau, konnte. stimmt. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber gut, insgesamt war okay, die Szene. Also ein schönes Finale für Für die mich ja ein Folge. trauriges Ja. Ja. Ende, weil ich fand ihn ja immer sehr sympathisch. Ja, genau. Er ist Also, ja. Und es ist ja Joas merkt für. ja noch, An dass sich ist es er. ja, für mich bedeutet jetzt an sich ist es ein sicheres Ende. Irgendwann wird er wohl sterben. Oder er wird jedenfalls zu so einem Für Steinmännlein. mich nicht, weil die Kleine eben gerettet worden ist. Ja, gut, Also aber nochmal, um dir zu da sagen, hat er. Joas Joas wurde ja verwundet oder wurde ja er berührt wurde von dem zum Steinmännchen. Steinzombie verwandelt. Ja, noch nicht ganz, aber auf jeden Also, Fall er fängt. infiziert, ja. Der Arm wurde infiziert. Ja, ich Ja. denke mir nicht Ich immer habe so. mir gleich gedacht, schneidet den Arm ab, aber Ja, mal selber Gedanke. hat Einfach er nicht ab damit. getan, leider. Auch dass er das dann so wieder geheim hält, zeigt mir auch mir das. Ja, warum Naja, aber hältst du ist doch dich? normal. Das ist doch oftmals, wenn irgendwas passiert so, dann zeigst du nicht jedem gleich. Ich sag Ja. mal, guck mal, hier, ey, ey,
Ich bin am Ende. Mach Nee, das war jetzt. auch wieder dieses typische, das war so ein bisschen Hollywood. Also ich gehe 3 Meter vorwärts, drehe mich ganz melancholisch um, drehe mich wieder zu mir und ganz langsam krempel ich den Saum meines Ärmels um Irgendwie und muss es ja auch ein pusche. bisschen emotional stehen. Ich finde, das Ja, habe ich sehr schön gemacht. nee, ich war das irgendwie, mich hat das schon wieder Ansonsten machen, dieses. soll er jetzt einfach so einen Meter weglaufen? Okay, dann klar, weiter geht's. Trotzdem war es so, diese Melancholie wieder. Ich finde Naja. es trotzdem ein trauriges Ende. Das Ja. ist das Ja. Fazit, ja. Also ich muss auch sagen, es war wieder eher eine Folge, die wieder Aufbaut. Charaktere, genau, eine Aufbaufolge, wieder ein bisschen Charaktere in die richtige Position bringen und einen und dann wieder einen neuen Twist mit reinbringen an ihnen oder zwei Stellen. Viel passiert ist nicht. Aber abgeschlossen, das ist mir sowieso aufgefallen, bis jetzt, bis Folge 5 kann man wirklich sagen, viele Folgen sind wirklich nur Aufbau, neue Szenarien einfügen, neue Konstellationen zwischen Charakteren. Ja, ein paar Und in der nächsten Charaktere Folge töten wahrscheinlich wird lassen. dann endlich mal auch ein bisschen mal was aufgeklärt. Hoffentlich. Ja. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ja. Also. Also ich fand die Folge insgesamt sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Aber Game of Thrones ist an sich immer sehr schön, von daher sage ich auch, wunderschöne ich Folge. fand die, weiß nicht, ich Also mich hat jetzt die nicht. nicht so Das war das gerissen. erste Mal, dass ich mir dachte, so, Warum gucke ich diese langweilig. Serie? Nee, das nicht. Warum mache ich Aber diesen ich war so ein Podcast bisschen so, hier? okay, mir war das jetzt irgendwie so Ja. langweilig. Es ist halt nichts passiert. Das ist so, Also viel naja, Großes hast ist schon noch nicht recht, das passiert, ist halt ja. wirklich viel Völlig Gerede ein gewesen. paar nette Effekte, aber so Ja. Aber wirklich. für mich wirkte das alles sehr langgezogen, Aber. generell, dieses ganze Ich finde Gespräch. sowieso, Game of Thrones bist du an sich immer so am Stück so, zack, 1 bis 10 so gucken. Weißt du? Weil manchmal gibt es immer so eine Folge, aber trotzdem willst du wissen, wie es weitergeht sofort, so weißt Das ist ja, das ist eigentlich das Schlimmste. Du guckst die Folge und denkst so, oh, endlich werden meine Fragen beantwortet. Und dann erzählst du sie noch da Noch erfahren. mehr. Und man fühlt sich langsam immer wie in Lost. Ja? Ja, Jede Folge unangenehm. denkst du, oh, es wird einem was erklärt, aber dafür kommen 5 neue Faktoren Ja, aber dafür dazu, ist wo du es nicht einfach weißt. geiler. Also, Ja, na klar, die Spannung ist natürlich noch mehr in jedem, aber ich sag mal, wir sind jetzt ja mehr oder minder schon bei der Hälfte der Staffel das angelangt. Das stimmt ist ja allerdings. doch Aber man weiß auch langweilig. nicht mal genau, wo. Also wird uns dann das Ding im Krieg werden. Ja, also ich sag mal, jetzt frage ich mich schon langsam so, wie weit kommen wir überhaupt in der Na gut, musst du ja Nicht weit, links. glaube ich. Musst du ja links. Dann ist es jetzt losgeritten. Ja. Und ich sage mal, beim Krieg geht es immer recht schnell. Sobald der Kampf anfängt, sind immer 2 Folgen vorher und dann ist der Kampf auch schon Das stimmt mittendrin. allerdings auch, wenn man sich überlegt, gerade, ich weiß nicht, war es in Staffel 2, war es ja, wo dann losging zwischen den Das Starks und waren den auch Lannister. mehr. Und da wurden ja auch wirklich Sprünge gemacht. Da war ja wirklich so, ja, okay, Truppen, das ist jetzt 2 Monate her, alle Truppen sind versammelt. Ja. Wird mal spannend zu sein, ob das halt auch Ich in denke der mal, Staffel dass. jetzt wieder so ist. Momentan verläuft die Zeit relativ Sind es denn langsam, eigentlich, wirklich sind es langsam, denn wieder finde ich. 10 Folgen eigentlich oder sind es diesmal mehr? Wollten Sie diesmal Ja, mehr ich Folgen glaube, rausnehmen? 12 sind es diese Das Staffel, ist wenn ich jetzt sagen schon mal, darf. nee, haben Sie schon mal mehr Zeit. Ich glaube, Das sind immer 12, noch ja. 7 Folgen, wenn man es so sieht. Naja, wie gesagt, wir haben jetzt Gut. in der Theorie fast die Hälfte Ja, erreicht. Ja. gut, alles klar. Ja. Gut, dann vielen Dank an euch beide. Hat mir Ja, viel gerne Spaß gemacht. selbstverständlich. Bis aufs nächste Mal. Bis aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns oder hören uns dann wieder bei Folge 6 von GOT. Bis dahin. Ciao, Ciao. ciao. Tschüss.